Ja, hallo liebe Camping- und Kastenwagenfreunde. Hier sind wieder die Barbara und der Frank von Up and Down Vanlife. Hallo. Und wir haben heute den 21.07. und wir sind hier in Dülmen bei unserem Adria, unter anderem Adria-Händler. Wenn ihr unser letztes Video gesehen habt, Fazit 10.000 Kilometer, ein Jahr, Service, Reklamation und so weiter und so fort, solltet ihr euch vorher anschauen, weil wir haben heute einen Termin hier mit der Geschäftsleitung von der Firma, weil wir ein paar Probleme hatten mit unserer Reklamationsbearbeitung und dem Fahrzeug selber. Ja, da haben wir gleich einen Termin und wie das dann ausgegangen ist und wie es dann letztendlich weitergeht, das erfahrt ihr gleich, wenn wir da drin sind. Und jetzt schmeiße ich erstmal für euch noch das Intro rein. Bis später. Ciao. So, da sind wir wieder. Schon fast zu Hause? Schon fast zu Hause. Also wir haben die Location gewechselt. Nach unserem Gespräch sind wir jetzt hier in Bottrop-Kirchhellen. Wir waren in Grafmühle. Kleinigkeit essen, die Ruhrpottler kennen das. Ja. Wir waren gerade bei unserem Adria-Händler, wie gesagt, und haben unser Gespräch geführt, unsere Reklamation. Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang so meine Bedenken, muss aber jetzt sagen, also war sehr konstruktives Gespräch mit dem Betriebsleiter und dem Service-Mitarbeiter. Wir haben unsere Probleme geschildert, den ganzen Ablauf erklärt, den wir euch, also ihr müsst dazu natürlich unser erstes Video, wir verlinken das in der Videobeschreibung nochmal, von vor 2 Wochen, unserer Fazit-Reklamation, wie ich gerade schon gesagt habe, verlinke ich nochmal. Müsst ihr natürlich vorher auch anschauen, um das jetzt zu verstehen. Ist ja so, um da für den, um den Einstieg zu haben. Und da hatte ich ja angekündigt, dass wir den Termin heute haben. Und ich bin jetzt erstmal wirklich begeistert gewesen, wie das Gespräch gelaufen ist. Man hat uns erklärt, wo der Fehler lag, dass also interne Kommunikationsprobleme haben dazu geführt, dann Umstellungen im Service. Ja. Und uns wurde vergewissert, dass auch an dem Service, weil das war eins unserer Hauptthemen letztendlich auch, dass das beim Service doch wirklich hapert. Und da gibt es auch nichts drum herum zu reden. Auto kaufen ist kein Problem. Und danach fangen im Prinzip die Probleme an. Und ein Tipp, den ich seinerzeit ja auch gegeben habe bei dem ersten Video, das Auto in der Nähe zu kaufen, dass man, wenn man Reklamationen hat, auch nicht eine halbe Weltreise machen muss. Ja, ist ja bei uns so gegeben. 70 Kilometer ist bei uns sind 70 Kilometer ist natürlich jetzt in dem Fall keine Entfernung. Ich persönlich würde ja fast schon jetzt nach den ganzen Erfahrungen kein Auto kaufen, wo der Händler 500 Kilometer weg ist. Ja. Weil sonst haben wir jetzt hier auch durch die Blume mit erfahren, dass im Prinzip überall das gleiche ist, wenn man Reklamationen hat. Ist und, aber auch so, wir haben ja selber angerufen. Und ich habe ja wie gesagt auch selber überall angerufen und wurde ja auch überall abgewimmelt. Und dabei spielt es dann auch letztendlich keine Rolle, denke ich mal, ob Adria, Pötzl und was alle gibt, Knaus und wie sie alle heißen, die ganzen Hersteller. Das ist momentan halt in der jetzigen Zeit so, weil halt der Markt überflutet ist und boomt, die Nachfrage groß ist, hakt es dann hinterher beim Service. Aber nichtsdestotrotz, sehr gutes Gespräch. Über eine Stunde, glaube ich, insgesamt. Ja, hat schon eine ganze Zeit gedauert. Ja. Und ich habe da, wir haben natürlich auch unseren Unmut da kundgetan. Klar. Vor allen Dingen über diese Serviceleistung. Nur was dabei natürlich jetzt dabei rauskommt, insbesondere was die Bezüge betrifft, wissen wir selber noch nicht. Also da können wir noch nicht viel zu sagen eigentlich. Ne? Ja, wir haben also alle Sachen nochmal angegeben. Die meisten waren im PC auch schon vorhanden. Die Mängel, die waren auch nur, die sind, glaube ich, wenn ich richtig verstanden, nie abgeschickt worden. Irgendwie, oder? Weil oder das ein Kommunikationsproblem war. Genau. Die hingen alle im System und teilweise sind auch Ersatzteile schon eingetroffen von den Lampen, weil die Touchlampen bestehen aus 2 Teilen, einmal Blende, einmal Fassung. Ja, und Positionswechsel. Genau. Wir müssen mal sitzen, wir sind ältere Herrschaften, die müssen sich immer zwischen... Ich habe eigentlich gedacht, wir gehen noch eine Runde spazieren jetzt. Riecht mal die Luft. Aber wir haben es gar nicht gemacht. Nein, heute nicht. Wir waren bei den Sitzbezügen stehen geblieben. Okay. Probleme mit den Baxter-Sitzbezügen sind bekannt, auch mehrfach gemeldet. Nur
bei Adria, wenn ich das richtig verstanden habe, die sehen das nicht so richtig im Moment als Mangel. Gewährleistungspflichtigen Mangel an. Aber wie gesagt, das wird jetzt nochmal rausgeschickt und da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Alle anderen Sachen werden gemacht, die wir bemängelt haben. Auch hier unser Bett, was sich da auflöst hinten, war ich doch, muss ich sagen, wirklich angenehm überrascht. Ja. Da hat man sich jetzt wirklich Mühe gegeben. Weil ich habe damit gerechnet, dass man sich bemüht. Aber da ich bin doch wirklich, muss sagen, ich war ein bisschen voreingenommen am Anfang. Ich denke, warte erstmal ab. Und ja, aber wenn es jetzt wirklich alles so auch läuft, wie es besprochen worden ist, bin ich zufrieden. Wir kriegen dann da noch einen Termin demnächst. An dem Service wird laut den Angaben, die wir heute erfahren haben, wirklich gearbeitet. Die versuchen das. Die sind, also was ich auch schon festgestellt habe bei anderen Händlern, total überlastet und voll bis unterm Dach. Da kommen dann täglich hunderte Mails, die dann bearbeitet werden müssen. Und ich sage klar, letztendlich, man kann es verstehen, man hat es gehört, nur da hat den Kunde interessiert das in dem Moment ja nicht. Wenn ich Reklamation habe und rufe da an und kriegt keiner eine Strippe oder da werden keine Mails beantwortet, ja, ist klar, dann man muss dann auch beide Seiten verstehen. Wir haben ja zum Glück auch keine Mängel gehabt, dass wir nicht hätten fahren können. Keine gravierenden Mängel in dem Sinne, dass außer die Witze. Ja, aber man kann trotzdem fahren. Schlimmer wäre es natürlich, wenn du jetzt Schaden hast du kannst deswegen nicht fahren und da kümmert sich dann keiner. Dann wäre ich natürlich ganz anders auf Barrikaden gegangen, aber so. Ja, ich sag mal, auch eine Schraube, die kann man auch nachziehen alleine. Da würde ich jetzt auch nicht für anrufen. Und dann noch einmal, wo ich gerade hier hinten sitze. Ich habe ja dieses Video gemacht mit dem Hubbett und der Kurbel. Da habe ich gerade auch nochmal angesprochen. Und die erste Antwort, die ich gekriegt habe von dem Betriebsleiter, ist die nicht eigentlich länger? Ich sage, ja, beim 2020er ist die so lang, aber beim 2019, dann habe ich dem Service-Mitarbeiter mal die Kurbel in die Hand gedrückt. Ich sage, machen. Könnt mit der Kurbel, da habe ich auch noch ein bisschen diskutiert, sage ich, wer sowas erfindet, ist ja alles schön und gut, aber nicht ausprobiert, ob es auch funktioniert. Auf jeden Fall kriegen wir da eine andere. Da brauche ich mir vielleicht doch keinen Akkuschrauber besorgen. Der wiegt ja auch wieder, ne? Ich warte erstmal ab, ob ich jetzt hier eine neue Kurbel bekomme, wo wir dann im Notfall, weil jetzt am Wochenende war unser Sohn in Holland mit dem Kastenwagen das erste Mal alleine weggefahren und am zweiten Tag kriege ich einen Anruf bzw. eine WhatsApp, hör mal, Bett funktioniert nicht mehr. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich direkt sage, heb mal die Matratze hoch, guck mal, da ist so eine Steckverbindung, steck die mal richtig rein. Der sagt, da geht nicht. Das war der Abreisetag, sage ich, okay, wir gucken, wenn man zu Hause ist. Das habe ich in dem Moment aber auch nicht dran gedacht. Zuerst, wir haben ja über den Pedin-Panel, habe ich in dem letzten Video gezeigt, da ist ja diese Sicherungstaste, wenn der Motor sich mal aufhängt, drückt man den Knopf rein, hält die 3 Sekunden gedrückt und dann hat es auch wieder funktioniert. Das sollte man natürlich dann auch bei so einem Hubbett im Kopf haben. Aber wie gesagt, ansonsten alles gut. Mhm. Bis jetzt. Und jetzt am Sonntag geht's wieder los? Ja. Wahrscheinlich. Am Sonntag, Kurztrip. Genau. Am Sonntag machen wir einen Kurztrip. Ja. Wo fahren wir nochmal hin? An die Lahn, ne? An die Lahn, ja. Wie heißt der nochmal der Ort? Beach, ne. Beachcamping? Fachbach, ne. Fachbach, doch, richtig. Fachbach. Beach. Camping, genau. Camping? Soll sehr schön sein. Also wir schauen mal, genau. Und da fahren wir hin. Den Platz stellen wir euch dann natürlich auch vor. Und schon mal auch als kleine Vorabankündigung, am 10. oder 11. August, weiß ich jetzt gar nicht genau, da fahren wir... 9. Am Sonntag, ja, 9. Egal. Zahlen sind Schall und Rauch. Ja. Am 9. August fahren wir dann nach Kroatien. Ich weiß. Wir haben mittlerweile gehört, da fahren mittlerweile ganz viele hin. Ja, oder auch nicht. Oder, habe ich jetzt gehört. Ne, da sind doch einige. Ja. Auch YouTuber unterwegs aber waren. Ja nicht auf den Recken durch. Natürlich, wir haben geplant Kroatien und schon wird Kroatien wieder gerade ein Hotspot, wenn man die Nachricht verfolgt. Ja. Aber erstmal abwarten. Auf jeden Fall ist dann geplant, über Achensee, Südtirol. Da wollte ich,
Da muss das Wetter mitspielen, ganz tollen Stellplatz euch vorstellen auf 2300 Meter Höhe. Ich war da schon ein paar Mal, aber nicht mit dem Kastenwagen. Und von da aus über Kärnten dann nach Kroatien. Genau. Und zwei, drei Videos von da werden wir dann mit Sicherheit auch machen. Ja. Aber erstmal. Ja, wir müssen wir abwarten. Jetzt heutzutage, man kann ja schon fast nichts mehr planen, aber so sieht der Plan aus. Nein. Okay. Ja. Sind wir durch? Sind wir durch? Ja. Haben wir nichts vergessen? Nein. Ja. Hause. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und mit unseren Reklamationen. Also es macht, wenn ihr auch mal in diese Situation kommt, wo ihr da beim Händler nicht weiterkommt, ich kann euch dann auch nur empfehlen, wo auch immer, hinfahren und direkt sich nicht abwimmeln lassen, sondern vielleicht direkt mit der Geschäftsleitung, Betriebsleiter oder wie auch immer Gespräch suchen und dann aber auf einer Ebene bleiben und auch verstehen. Ja, auf einer sachlichen Ebene bleiben und vernünftiges Gespräch führen. Genau. Dann sollte das eigentlich klappen. Genau. Ja. Ansonsten sind wir bei. Was kommt jetzt? Wir beiden. Ach, wir beiden Hübschen sind jetzt raus? Wir beiden Hübschen sind jetzt raus. Genau. Aber ich kann jetzt nicht die Hand vor der Kamera, ich bin zu weit weg. Genau. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ach so, Daumen hoch und Kanal abonnieren nicht vergessen.